6 beste Glücksbringerpflanzen, die Glück und Erfolg in euer Haus bringen. Mehrere Studien zeigen, dass Zimmerpflanzen viel mehr sind, als einfach nur Deko. Sie bereichern die Luft mit Sauerstoff, säubern sie und können auch unerwartete magische Effekte haben. Zimmerpflanzen können der Familie Glück, Erfolg und Wohlstand bringen. Kann das stimmen? Schaut das Video an und bereitet euch auf einen Ausflug zum Gartencenter vor. Pflanze Nummer 1. Japanische Aokube. Durch diese Pflanze könnt ihr euer maximales Potenzial entfachen und eure Karrierenziele erreichen. Die japanische Aokube schützt euer Haus vor Ärger. Kauft sie, wenn ihr eine freundliche Atmosphäre im Haus haben wollt. Wählt für sie aber den geräumigsten Raum im Haus. Pflanze Nummer 2. Sinningia, Gloxinien. Diese Blume ist ein wahrer Talisman des Erfolgs und materiellen Wohlstands. Mit ihrer Hilfe könnt ihr Wünsche zur Realität machen. Sie wird euch Kraft und Beständigkeit geben und euch dabei helfen, mit euch selbst und mit euren Mitmenschen harmonisch umzugehen. Pflanze Nummer 3. Flamingoblume. Die Flamingoblume erfüllt die Atmosphäre mit Wärme und Fröhlichkeit, daher stellt man sie an Stellen, an denen sie arbeiten und wo ihr euch Mühe gebt, um an eure Ziele zu kommen. Diese Pflanze hindert euch daran, aufgrund von euren Emotionen anstatt eurer Logik zu handeln und gibt euch ein Sicherheitsgefühl. Pflanze Nummer 4. Pfeilwurz. Diese Pflanze passt zu denen, die innovativ denken und keine Angst vor plötzlichen Veränderungen haben. Der Pfeilwurz hilft euch beim Konzentrieren auf eure Gedanken und macht euch selbstsicherer. Es ist beeindruckend, dass diese Pflanze den Wunsch hervorruft, mehr Wissen und Fähigkeiten zu erlangen. Pflanze Nummer 5. Gynura. Diese Pflanze ist perfekt für künstlerische Leute geeignet. Vor allem für die, die nach Erfolg streben und ihre Ziele erreichen wollen. Die Gynura hilft euch dabei, Lösungswege zu finden und Leute eures Levels zu finden. Die Pflanze mit den samtigen Blättern säubert die Atmosphäre im Haus, fängt negative Stimmungen auf und neutralisiert sie. Pflanze Nummer 6. Glücksbambus, Schlangenlilie. Er wird eurem Zuhause einen neuen Farbton geben und ist dabei sehr pflegeleicht. Man sagt, dass in Häusern, wo sich oft gestritten wird, diese Pflanze verwelkt. Und einsame Frauen, die sich diese Pflanze ins Haus bringen, finden definitiv einen Partner. Glaubt ihr daran, dass Pflanzen Glück und Erfolg bringen? Teilt eure Erfahrungen in den Kommentaren, ich lese sie alle. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Tipps zu verpassen. Tschüss!